Real Fishing. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal was Cooles, was Abwechslungsreiches. Wir sind wieder in Norwegen und heute soll es mal ein Catch, Clean and Cook mit dem Seelachs geben. Wir haben den Seelachs bis jetzt gut gefangen, noch keine ganz großen Exemplare, aber so bis 70, 75 cm als Beifang beim Dorschangeln, aber auch gezielt. Und wie das gelaufen ist, schauen wir uns erstmal an. Also fangen wir mit dem Catch-Teil jetzt an. Das ist irgendwas Besseres. Einen letzten Drop wollten wir machen, bevor wir Spezies wechseln. Und er ist abgegangen. Das ist natürlich bitter. Ich denke, es ist schlecht, aber ich denke, es war ein großer Dorsch oder ein besserer Dorsch. Und da wir davon heute schon ein paar gefangen haben, kann ich es verkraften. Ich glaube, ins. Ah, mein Biss! Boah, geil. Ob das wohl unser Zielfisch des Catch Clean and Cooks ist, haben ein ganz gutes Gefühl. War eigentlich beim Hochkurbeln, da kommt es schon. Und ja, es ist ein cooles Exemplar eines Seelachses, der sich hier den Dummifisch gönnen hat. Und da haben wir ihn, nochmal so ein 60er Seelachs. Voll beim Durchkurbeln, macht richtig Spaß auf den Gummifisch, kleinen Gummifisch. Und damit kann man zumindest die etwas größeren raus selektieren und 30 Meter unter der Wasseroberfläche gebissen. Also die stehen richtig flach, die Dinger. Und ja, das wird jetzt geguckt, aber erstmal müssen wir natürlich cleanen. So, Catch-Part erfolgreich hinter uns gebracht. Wir haben jetzt hier einen der schönen Seelachse, die wir gefangen haben. Den wollen wir jetzt also cleanen. Und ein Seelachs ist zum Glück ein relativ leicht zu cleanender Fisch. Ich denke, wir werden hier die kompletten Filets runternehmen, also mit Bauchlappen. Beim Dorsch zum Beispiel lassen wir den Bauchlappen eigentlich immer weg, weil der nochmal wurmbefallener ist als eh schon der Rest vom Dorsch. Aber wir wollen jetzt hier einfach zwei schöne Filets runterschneiden. Hab dafür ein scharfes Filetmesser und setze eben den ersten Cut relativ direkt hinterm Kopf und hinter der Brustflosse. Und gehe mit dem dann eben runter, um so praktisch den ersten Schnitt zu setzen. Wenn ihr übrigens Tipps habt, wie man sonst filetieren kann, gerne in die Kommentare damit. Und dann gehe ich praktisch jetzt schon durch, so auf Höhe der zweiten Rückenflosse, die die Seelachse hier haben. Und gehe eben hier einmal praktisch komplett durch. Wichtig dabei ist, ich muss natürlich über der Wirbelsäule bleiben. Und dann gehe ich mit dem Messer leicht nach unten gerichtet, bis hinten zum Schwanz durch, sodass ich so wenig wie möglich Fleisch am Knochen lasse, weil wenn wir den Fisch natürlich schon mitnehmen, dann wollen wir auch maximal viel von dem verwerten. So, und jetzt trenne ich das praktisch ab und jetzt gibt es eben zwei Optionen. Ich mache einfach mal beide. Es gibt jetzt die Option 1, ich bitte die Hintergrundgeräusche zu entschuldigen. Ihr trennt das Filet jetzt einfach hier von den Rippen oder dem Brustkorb ab, indem ihr es hier so runterslicet. Dann habt ihr natürlich am Ende den Vorteil, dass ihr gleich ein grätenfreies Filet habt. Da seht ihr dann, dass hier irgendwann die Haut durchkommt und dann könnt ihr es praktisch abschneiden. So. Das heißt, ihr hättet praktisch hier jetzt euer Filet ohne Gräten, beziehungsweise ein paar Gräten sind noch drinnen, aber die könnte man noch rausschneiden. Da habe ich vielleicht noch ein bisschen unsauber gearbeitet. Die fühlt ihr hier eigentlich ganz gut. Die können wir jetzt eigentlich auch noch rausschneiden, indem wir einmal hier die Gräten spüren und eben hier einfach dann einen Cut setzen, links und rechts davon, wo wir die dann eben rausnehmen. So, dann habt ihr hier praktisch das erste relativ grätenfreie Filet. Das enthäuten wir jetzt gleich noch, oder häuten wir jetzt gleich noch besser gesagt. Aber machen wir jetzt natürlich erstmal als nächstes die zweite Seite. Und da könnt ihr, wie gesagt, auch die andere Option gehen, dass ihr eben
das komplette Filet runternehmt. Ihr seht, so ein schnittfester Handschuh macht einiges leichter, weil ihr auch einfach dann mal so, wie ich jetzt gerade, in eure Hand reinschneiden könnt, ohne dass es schief geht und ihr ins Krankenhaus fahren müsst. Ein Tipp auch von uns an euch, nehmt nach Norwegen auch zwangsweise einen Messerschleifer mit. So, und im Prinzip gehen wir jetzt hier praktisch durch und ziehen so dann praktisch einmal das Filet ab. Jetzt habe ich praktisch hier den Nachteil, dass ich halt noch die kompletten Gräten mit dran habe oder den Brustkorb. Das heißt, ich muss die jetzt praktisch noch abmachen. So, fürs Entfernen vom Brustkorb bzw. von den Gräten nehme ich gerne ein etwas längeres, ein etwas weicheres Messer, aber das ist rein meine Präferenz. Hier praktisch die Gräten jetzt weg. Jetzt müsste ich hier unten nur noch den Flossensaum abschneiden. So, haben also den Saum entfernt, den Flossensaum. Jetzt müssen wir nur noch hier die Haut wegnehmen. Dafür nehme ich auch das lange Messer, etwas weichere Messer. Mit dem anderen Messer halte ich hier hinten die Haut fest. Wie gesagt, macht das nur, wenn ihr den Handschuh auch anhabt. Sonst geht es nämlich sehr schief. Und dann nehme ich einfach die Haut hinten, die ich mir gerade freigeschnitten habe, halte das Messer im leichten Winkel nach unten am Tisch und ziehe einfach das Filet runter. Jetzt habe ich zwar ein paar Reste, mit einem etwas schärferen Messer wäre das nicht passiert, aber der Verlust hält sich in Grenzen. Und wir haben jetzt hier ein wunderschönes Seelachsfilet. Wie gesagt, hier noch die Gräten weggemacht, deswegen habe ich diesen Cut hier drinnen. Und mit dem Filet würde ich sagen, übergebe ich jetzt an Lars in der Küche. Und wir haben uns entschieden, wir machen den Seelachs mal klassisch, indem wir ihn einfach panieren. Also Fischstäbchen, aber mit halt fangfrischem Seelachs. Und dazu gibt es Bratkartoffeln und mit denen fangen wir an, weil die dauern noch ein bisschen länger. Eigentlich sind es Wedges, die wir im Ofen machen. Als erstes die Kartoffeln einfach in schöne Viertel schneiden, ja, so dass sie auch dann nicht so lange brauchen. Das Prinzip natürlich der Gerichte, die wir hier machen, ist, dass sie mit minimalen Zutaten gemacht werden können. Eigentlich Zutaten, die entweder man selber mitbringt oder aber die man halt vor Ort kaufen kann, wie zum Beispiel Kartoffeln. Und das dritte ist, einer Gruppe von Anglern auch schmeckt. Jetzt einfach ein ganz klein bisschen Rapsöl drüber und dann ein bisschen Salz drüber und dann ein Gewürzkartoffelknaller. Den Ofen auf 180 Grad vorheizen. So, jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Das ist das Panieren von unserem Seelachs. Was braucht ihr? Ihr braucht Mehl, braucht Eier und ihr braucht Paniermehl. Was wir in diesem Fall gemacht haben, wir haben zwei Mischungen angesetzt. Fisch und Butter. Und die zweite Variante ist Neptun Happy Fish. Salz und Pfeffer würde ich jetzt nicht machen. Was man noch machen kann, man kann noch, wenn man möchte, ein bisschen Öl unter die Eier mischen. Ich lasse es einfach so, wie es ist. So, dann fangen wir an. Das ist so eine wunderschöne Filetgröße. Die kleinen Stücke lassen wir am Ende durch mit den Resten. Und das ist dann praktisch so was, womit man schön starten kann, so ein bisschen zum Snacken. So, und dann nimmt man sich einfach den schön ein bisschen nicht so fest andrücken. Ja. Einfach mal kurz im Ei wenden. Und dann drückt man den hier rein. Genau, jetzt machen wir es noch mit den restlichen und dann sehen wir uns wieder, wenn das soweit fertig ist.
Die Kartoffeln sind fast fertig. Jetzt fangen wir an und machen die panierten Seelachsfilets. Und dazu, habe ich vorhin nicht gesagt, entweder Butterschmalz nehmen. Wir sollten so ein bisschen natürlich im Fett oder im Öl schwimmen. Ihr könnt aber Rapsöl nehmen, je nachdem, was ihr habt. Die sollten halt so ein bisschen schwimmen können. Die Butter ist jetzt geschmolzen, also das Fett ist jetzt heiß. Die ersten Filets sind schon fertig, ganz besonders die kleinen Stückchen. Dann nehmen wir auch die Kartoffeln raus und dann ist es fertig zum Essen. Dann guten Appetit!